diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die zusätzliche Heizung für die IN5905 in Ihre Kamera einbauen können. Alles, was wir dazu benötigen, ist ein Kreuzschraubendreher, die Heizung selbst und natürlich unsere IN5907 IP-Kamera. Als erstes schieben Sie einfach die obere Abdeckung der Kamera nach vorne herunter vom Gehäuse, damit wir hinten den Deckel leichter öffnen können. Wir legen die Heizung einmal zur Seite und als nächstes nehmen Sie jetzt den Schraubendreher, den Kreuzschraubendreher und öffnen Sie den hinteren Deckel. Sie werden bei sich entsprechende Siegel am Gehäuse sehen. Keine Sorge, wenn Sie diese durchbrechen oder entfernen, wird die Garantie bei Ihrer Kamera nicht verloren gehen. Sie finden hier links und rechts jeweils eine Kreuzschraube. Wenn Sie diese entfernen, dann können Sie den hinteren Gehäusedeckel von Ihrer Kamera entsprechend ein Stückchen herausnehmen. Ziehen Sie nicht zu stark daran, da einige der Kabel bis nach vorne zum Bildsensor gehen. Sie können die Platine jetzt hier entsprechend herausziehen und haben jetzt hier auf der linken Seite diesen rot-schwarzen Stecker. Achten Sie darauf, dass Sie nicht daneben den rot-schwarzen Stecker herausziehen, sondern wirklich hier auf der komplett linken Seite. Wenn wir diesen jetzt entfernen, dann müssen wir gleich dort unsere Heizung anschließen. Wir nehmen jetzt die Heizung aus der Verpackung. Sie finden auch in der Verpackung der Heizung nochmal eine Anleitung in Deutsch und Englisch. Und wir haben jetzt hier unser Heizpad mit dem entsprechenden Anschlusskabel. Sie werden sehen, dass nur eine Seite in diesen Anschluss reinpasst. Diese Seite hier mit dem Adapterstecker, diese ist dann für das Originalkabel, was bei der Kamera dort angeschlossen war. Wir nehmen als erstes dieses Originalkabel, was hier im Stecker drin war, und verbinden dies jetzt mit unserer Heizung. Achten Sie jetzt dabei darauf, dass die rote Ader der roten Ader gegenüber liegt und die schwarze Ader der schwarzen Ader. Anschließend nehmen Sie jetzt diesen anderen Stecker von der Heizung und verbinden Sie ihn mit Ihrer Hauptplatine. Nachdem dies alles richtig sitzt, können Sie jetzt die Heizung in das Gehäuse hineinlegen. Achten Sie dabei darauf, dass dieser Thermostat nach unten zeigt am Gehäuse und nicht nach oben. Jetzt müssen Sie nur noch das Ganze wieder einsetzen und das Gehäuse im hinteren Teil wieder verschließen. Viele fragen uns oft, ob die Heizung auch mit der PoE-Kamera kompatibel ist. In unserem Fall ist es sogar eine PoE-Kamera und ja, an diesem Anschluss liegen 12 Volt an, auch wenn Sie die Kamera über PoE versorgen, und somit können Sie die Heizung ganz problemlos auch mit Ihrer PoE-Kamera verwenden. Dadurch, dass die Heizung nur ca. maximum 3 Watt benötigt, ist dies auch kein Problem mit dem IEEE 802.3 AF Standard von PoE das Ganze zu versorgen. Wenn Sie jetzt die hinteren Schrauben wieder draufgeschraubt haben, dann schieben Sie einfach die obere Abdeckung wieder auf Ihre Kamera auf und Sie können die Kamera jetzt wieder montieren.